Und ihr könnt den beiden sagen, wenn ihr die seht, diese zwei Taler Hohns, dass ich die gerne sprechen wollen würde. Das verspreche ich dir. Ich werde dein Pastarmi-Fleisch nehmen und mein und ich mach dir ein neuer Hotdog für deinen Mund. Meine Piraten, wenn ihr die zwei Zirkustaler Hohns seht, ich kann jederzeit vor deiner Haustür, wann ich will, wie ich will. Immer wenn ich dir eine Pfeffer, das ist dann wahrscheinlich das letzte Gewürz, was in deinem Sandwich fehlt. Ja? Und deine Verleumdungen, die du nämlich gemacht hast, die jetzt auch noch in die Presse kommen werden. Carsten war nie mit einer 13-jährigen, 14, 15, 16, 17-jährigen zusammen. Wenn du das siehst, Carsten, ja, weißt du Bescheid. Und ist auch jetzt nicht mit einer in dem Alter zusammen und dafür muss man sich entschuldigen. Und das tut mir auch vom Herzen leid. Der Beef geht weiter, Habibis. Aber besser ist es für uns. Ihr wisst, dass Sonntag Kinotag ist. Was gibt es Besseres, als den Sonntag einfach zu genießen und umsonst Kino zu haben? Ihr wisst, dass wir gestern auf Charo reagiert haben und da so einiges passiert ist. Sorry, ich begrüße euch recht herzlich in unserem Kinosaal, okay? Ich hoffe, dass jeder wie üblich sein Essen auf dem Tisch hat und damit ihr alle auch geretteter seid. Haben wir gestern auf Charo reagiert? Und ihr wisst, was für Ansagen er gedroppt hat und von seiner Seite aus kein Rede ist. Manuelsen hat sich bis heute noch nicht zu Wort gemeldet, aber ihr wisst, gegen Sinan wurde brutal hart geschossen, gegen Manuelsen wurde hart geschossen plus eine Ansage gedroppt mit zwei Optionen, ja, dass er zwei Optionen hat. Wir kommen erstmal zu der Story von Charo, denn er hat weitergemacht, okay? Lasst euch schmecken, let's go in the window. Wir fangen erstmal mit der Story an. Charo postet, meine Piraten, wenn ihr die zwei Zirkustalerhunde seht, schickt die bitte zu mir in die Küche, zu Ammo Charo. Also die beiden haben in ihrer Story das Bild gepostet und geschrieben, die Größe eines Mannes wird an der Anzahl seiner Feinde bemessen. So, und Charo schreibt, welche Feinde? 14-Jährige nehmen euch nicht ernst, Clowns. So fing das Ganze an, ne? Dann postet Charo diese Story. So, Glück auf, meine lieben Schababs, und wunderschönen Abend wünsche ich euch. Ich hatte eine sehr, sehr kurze Nacht und ich spaziere gerade so durch die Straße von Ruhrgebiet. Ahlan, ja, Ahla Osala, Ahla Schabab, seht ihr? Ich spaziere gerade durch die Straßen von Ruhrgebiet. Schalke hat heute leider nicht verkackt. Sehr viele Menschen auf den Straßen, nur die Top-Entertainer nicht. Nichtsdestotrotz, ich gehe jetzt nach Hause, ich lege mich hin. Und ihr könnt den beiden sagen, wenn ihr die seht, diese zwei Taler Hohns, dass ich die gerne sprechen wollen würde. Ne? Wir hören uns, meine Lieben. Bis dann. Rechnet auch nicht mit dem Stream. Lohnt sich nicht für diese. Bis dann. Schade. Normalerweise hat er einen Stream gekündigt gehabt, aber das wurde doch nicht. Vielleicht ändert sich ja heute die Meinung. Kann sein. Heute ist Sonntag. Heute kann einiges passieren. Es kann auch sein, dass irgendwie ein Blockcast oder so kommt mit Jihad und Manu zusammen. Weil ich kann mir bei aller Liebe nicht vorstellen, dass von Manuelsen seiner Seite nichts dazu kommt. Kann ich mir nicht vorstellen. Und der Johnny hat uns gegrüßt. Ihr wisst, dass Sinan diese Story hier gepostet hat. Vorhin mit dem Bruder und den Onkel getroffen und so weiter und so fort. Ich kenne den Bruder seit 20 Jahren. Wir haben früher von einem Teller gegessen. Er ist ein sehr respektvoller Typ. Wir haben geredet, wir haben gechillt. Und die haben sich gerade gemacht. Alles ist gut. Rede ist immer besser als alles andere. Von seiner Seite aus hat er gesagt, wird nichts mehr kommen, dass er Rede machen möchte. Dann war diese Story ja gelöscht. Dann hat Sinan gestern ein Video rausgehauen. Jetzt kommt mir bitte nicht mit, ach, wieso Plattform dies, das, warum bietest du... Bro, es geht um diesen Beef und deswegen ziehen wir uns das rein. Wir ziehen uns beide Seiten rein. Weil schaut mal, hier in diesem Statement, Ansagenvideo, kommt eine krasse, schockierende Nachricht, meiner Meinung nach. Dazu kommen wir aber gleich. Schaut mal, Sinan G will Charo 45 zur Tür gehen und ihm zeigen, was ein Mann er ist. Und machen den Harten. Bei mir gibt es diese Filme nicht. Genauso wenig, dass ich mich auf deren Niveau herablasse. Jani, er sagt, bei mir gibt es diese Filme nicht. Nach dem Motto, bei mir kann keiner kommen. Nach dem Motto, ich bin krass. Hör mal, du bist ein Sch***.
Ich kann jederzeit vor deine Haustür kommen. Wann ich will, wie ich will. Ja? Aber wer hat Bock, zu dir zu fahren, damit du die Polizei anrufst? Hör mal, du hast dir dein Gehirn weggeraucht. Du hast dir dein Gehirn weggekifft. Dass du denkst, in allem Ersten, dass wir uns nicht trauen würden oder dass ich mich nicht trauen würde, zu dir zu kommen. Ich komme, wann du willst, wohin du willst. Mach mir nicht auf überkrass und überstark. Immer wenn ich dir eine Pfeffer, dann ist dann wahrscheinlich das letzte Gewürz, was in deinem Sandwich fehlt. Ja? Bruder, der kam gerade richtig unerwartet. Ey, der kam richtig unerwartet, Bro. Ey, Digga, Alter. Letzte Gewürz, was in einem Sandwich fehlt. Auf jeden Fall geht's weiter und es sind wirklich schockierende, krasse Ansagen. Bitte passt auf und schnallt euch an. Ahoi, meine lieben Piraten. Wunderschön. Ahoi, meine lieben Piraten. Hat er den Spruch nicht von mir geklaut, der Kelp? Morgen, verzeiht mir bitte. Es ist... Sag mal, klaut der so... Ey, klaut der... Ey, bitte. Klaut der sogar noch von mir meine Ansagen? Das ist ja jetzt... Alter, das ist doch jetzt nicht sein Ernst. Da klaut er mir doch echt den Slogan sozusagen. Aber wirklich nicht wirklich einfach sich hin und wieder in dieser toxischen Welt hineinziehen zu lassen. Toxischen Welt? Guck mal, Freunde. Guck mal, die Follower von denen, ich weiß nicht, ob die dämlich sind, keine Ahnung. Ich hoffe nicht. Oder die sind halt nicht so in der Thematik drin. Ja? Er versucht seinen Followern zu verklickern, dass das eine toxische Welt ist, in die er reingezogen wird. Hat aber 2 Jahre auf uns geschossen, geredet, gemacht und getan. Bis wir jetzt auf ihn platzen. Aber wir ziehen ihn in eine toxische Welt rein. Ey, nicht mal Anna-Maria wird dem geben. Bei Bee's Kitchen geht es darum, gewisse Werte zu vermitteln und zu verteilen und um auch euch zu zeigen, dass im Internet viel heiße Luft ist. Und wenn wir uns jetzt mal zurückerinnern, Wochen, Monate, Jahre lang zurück, diese beiden, wie die immer Ansagen gedroppt haben und vor irgendwelche Türen standen. Also ich hätte jahrelang Ansagen geschwingt. An wen denn? Ich habe erst angefangen, Ansagen zu schwingen gegen Leute, die versucht haben, mich zu... Ich habe nie ohne Grund Leute angegriffen. Und das weiß jeder und das wissen auch meine Hater, auch Leute, die mich hassen, aus welchen Gründen auch immer. Selbst die werden euch sagen, das hat er nie gemacht. Ist das Fakt? Ich habe nie ohne Grund irgendwie Leute fertig gemacht. Hey, bei mir gibt's diese Filme nicht. Und jetzt schrauben diese beiden ihr Niveau herunter. Mein Niveau setze ich nicht herab. Dafür habe ich mir viel zu viel was Geiles hier aufgebaut. Ja, sie hat viel zu viel Geiles aufgebaut. Hast einfach einen Laden genommen, der nicht läuft, wo keine Menschen drin sind und wo du uns einfach hier eine Scheiße erzählst. Du, was hast du dir aufgebaut? Immer du kaufst Toast bei Aldi für 2 Euro oder was? Da sind 40 Scheiben, 30 Scheiben drin und verkaufst den Leuten hier irgendwas. Hör auf, so einen Scheiß zu erzählen mit aufgebaut. Den Scheiß, den du da machst, den macht jeder in Essen. Der bringt Toast raus, der sagt, er hat was aufgebaut. Mann, jeder Penner kann Toastladen aufmachen. Boah, ist schon heftig, Alter. Das ist echt heftig. Aber zum Knaller kommen wir jetzt gleich. Deswegen, haltet euch fest. Auf jeden Fall, wie ich gesagt habe, Sinan hat sich zu der ganzen Sache geäußert, aber Manuelsen hat... Bevor wir jetzt zu Manuelsen kommen, Sinan hat Manuelsen im Stream angerufen und die telefonieren miteinander. Aber nur ganz kurz. Wir hören uns das erstmal an, danach sage ich euch was dazu. Ein Hassanfall, ich weiß nicht mehr weiter, Wallah. Cousin. Dieses Video gerade hat uns so wütend gemacht, Wallah. Bruder, dieser Schämt sich nicht, über deine Tochter zu reden. Dieser hat gerade gesagt, normalerweise muss man den dafür sein Blut trinken, dieser Hund. Verstehst du? Dieser soll seine gestreckte Fleisch verkaufen. Verstehst du, was ich meine? Gemischt weiß nicht, was da drin ist. Allahu alem. Bruder, es gibt doch schon wieder ein ganz neues Update. Was denn? Ich rufe dich gleich nochmal an. Gib mir 5-10 Minuten, Bruder. Okay, yalla.
Ihr habt's gehört, es gibt ein neues Update, ich rufe dich in 10 Minuten an. Die Frage ist jetzt, Manu weiß, dass hier in einem Livestream ist. Entweder möchte er gar nicht über dieses Thema mehr reden und das einfach wirklich zumachen, sich gar nicht mehr dazu äußern. Was im Hintergrund passiert ist, können wir nicht wissen. Wir können es immer nur vermuten oder uns irgendwas ausmalen. Aber was wirklich passiert im Hintergrund, wissen wir nicht. Ich finde es allerdings sehr komisch, dass von einem Manuelsen bis jetzt gerade noch nichts kam. Aber wie gesagt, mein Gefühl sagt, heute Abend spätestens muss etwas kommen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie mit Jihad vielleicht ein Video aufnehmen, aber dass überhaupt nichts kommt, das kann ich mir nicht vorstellen. Allerdings hat er eine Story gepostet auf Instagram. Irgendwann in der Nacht, traue niemanden. Das hat er gepostet. Und das finde ich so komisch, Digga. Jetzt kommen wir ganz kurz zu der ganz, ganz, ganz ekelhaften und harten Ansage von Sinan Anshaaru. Nun, ich habe von einem Café in Los Angeles gesprochen. Habe ich nicht mit zu tun. Sowas macht man nicht, ja? Morgen versucht der Charo sein Pastarmi-Fleisch in Pampas zu tun, dann frisst er das. Der alte Pampas-Fresser. Für diesen Spruch mit dem Sohn von Mois werde ich dich. Das verspreche ich dir. Ich werde dein Pastarmi-Fleisch nehmen und mein. Und ich mache dir ein neuer Hotdog für deinen Mund. Das verspreche ich dir. Hast dich dein jahrelang nicht um deine Familie gekümmert, hast 20 Jahre später deinen Sohn kennengelernt. Justin. Du. Zahl mal Unterhalt. Wenn ich dich sehe, Charo, werde ich dich. Ihr habt's gehört. Wenn ich dich sehe, Charo, werde ich dich effen. Heftig. Heftig, heftig, heftig. Ich finde, die sollen sich beefen, die sollen alles machen, aber die sollen das Essen hier raushalten. Das ist meine Meinung, Digga. Weil Essen mit reinzuziehen ist nicht so gut. Aber das muss jeder für sich selbst wissen. Naja. Wir sind mit der Sache noch nicht durch. Wer von euch erinnert sich noch an diese Aussage von Carsten Stahl an Sinan G? Passt auf. Hoch und teilt das und weiß ich, wie viele tausend Menschen sehen das und multiplizieren das vielleicht auch noch. Damit kriegst du die Schuld. Hättest du doch zu mir gekommen mit deiner Kamera, hättest du doch die eierne Hose gehabt. Zum Thema eierne Hose, kleiner Junge. Am Ende diesen Monats sehen wir uns beide vor Gericht. Mal gucken, ob du dann wenigstens Manns genug bist, in Gerichtssaal zu sitzen. Vor dem Richter und deinen Verleumdungen, die du nämlich gemacht hast, die jetzt auch noch in die Presse kommen werden, deine Sachen dort, du wirst mit Sicherheit dort genug Medienaufgebot haben und dann wirst du dort auch wieder zur Rechenschaft gezogen. Weil wer Lügen verbreitet, Verleumdung verbreitet, muss dafür auch bestraft werden. Und da du das ja regelmäßig machst, nicht nur über mich, über andere, wird es mal Zeit, dass du da mal Grenzen aufgezeigt bekommst. Und dann kannst du ja da sein oder schickst du dann wieder bloß deinen Anwalt dahin. Oder bist du diesmal da und sitzt da auch mutig. Und dann kannst du ja auch wieder im Gerichtssaal lachen und den Richter auslachen und mich auslachen. Ein kleines Kind, was hier gemobbt wurde, was sich mir anvertraut, wo viele Menschen da zu mir gekommen sind und du lachst und machst dich lustig über Stop Mobbing. Alter, wie erbärmlich bist du eigentlich? Also es ging das Gerücht rum, dass Carsten was mit einer 15- oder 16-Jährigen hat oder sogar zusammen ist, ja, eine Beziehung führt. Ich habe das schon öfters mal gehört. Auch ich selbst habe mal mit Carsten ein Video gedreht. Ihr wisst, dass ich auch mal den einen oder anderen Jugendlichen in Schutz genommen habe. Wir haben es bis in die Medien geschafft. Auch der Fall in München, was da passiert ist. Und dadurch, dass ich mit Carsten so ein Video gedreht habe, habe ich auch so Nachrichten bekommen wie: Wie kannst du mit ihm ein Video drehen? Er ist mit einer Minderjährigen zusammen und pipapo und all so ein Gelaber. Und das Krasseste ist, dass Carsten Stahl nach diesem Video mit Dudia live war und gesagt hat, im Live, okay, es wurde einiges gesagt, dieser Live ging um mehr als eine Stunde, da hat er gesagt, wenn Sinan sich aufrichtig bei ihm entschuldigen würde und das klarstellen würde, dass das Ganze nur ein Gerücht ist, dann würde der Carsten sich das alles anders überlegen. Das hat Carsten gesagt. Und das Krasseste ist, was wir uns vorhin gerade angeschaut haben beim Statement von Sinan gegen Charo. Schaut mal, gibt Sinan ein kleines Statement ab wegen Carsten Stahl. Hört selbst hin. Wo fange ich an? Also es gab so ein bisschen Internetbeef und im Zuge dessen habe ich, wann war das nochmal genau, Im August letzten Jahres habe ich dann bei einem Twitch-Livestream
über Carsten gesprochen. Ja, und da habe ich das Gerücht verbreitet, dass er halt eine 16-, 17-jährige Freundin hat, mit der er schon seit 3 oder 4 Jahren Kontakt hat und zu dem Zeitpunkt, als er sie kennengelernt hat, das habe ich dann auch verbreitet, dass die 13 sein soll, ja. So, ich habe damals schon aber gesagt, dass ich mir nicht sicher bin, ob das stimmt, ja, habe dann aber trotzdem einen Anwaltsbrief bekommen, okay. So, ich habe einen Anwaltsbrief bekommen, wo halt drin steht, dass dies, was ich da gesagt habe, nicht stimmt. Ja, okay. So, und dann habe ich natürlich auch meinem Anwalt kontaktiert und wir haben natürlich eine Bescheid abgegeben, dass wir das nicht mehr sagen. Und dafür muss man sich auch gerade machen. Ja, und Unterlassungserklärung. Ja, eine Unterlassungserklärung haben wir abgegeben, ganz entspannt, dass wir das halt nicht mehr sagen. Und das, weil er uns halt einen Anwaltsbrief geschickt hat, wo halt drin steht, dass das nicht stimmt. So, mittlerweile glaube ich ihm das. Ja, er war halt nie mit einer, weil ich habe das ja auch nur gehört. Ja, und das muss man halt richtig stellen. Also Carsten war nie mit einer 13-jährigen, 14, 15, 16, 17-jährigen zusammen. Okay. Und ist auch jetzt nicht mit einer in dem Alter zusammen und dafür muss man sich entschuldigen und das tut mir auch vom Herzen leid. Und ja, das war die Sachlage. Und das wollte ich einfach nochmal klarstellen, weil jetzt auch viele gefragt haben. Crazy, oder? Also damit hätte ich jetzt niemals gerechnet, dass er sich gerade macht und sich bei Carsten Stahl in der Öffentlichkeit zu entschuldigen. Ich schwöre, das hätte ich nicht gedacht. Was ist mit Carsten und hier und da? Und ich wollte das Thema jetzt nicht nochmal eigentlich ansprechen, aber jetzt ein letztes Mal denke ich, erwähne ich das jetzt nochmal, um das auch nochmal auch klarzustellen einfach. Ja, es tut mir auf jeden Fall vom Herzen leid. Wenn du das siehst, Carsten, ja, weißt du Bescheid. Da habe ich Unfug gelabert, habe ich irgendeine Scheiße aufgeschnappt. Tut mir natürlich leid. Ich hoffe, das Thema mit Carsten habt ihr jetzt ganz alle verstanden. Ich hoffe, ich konnte das jetzt auch nochmal auch für euch klarstellen, dass an diesem Gerücht nichts dran ist. Also, dass er weder mit einer Minderjährigen zusammen ist und auch war, weder mit einer 13, 14, 15, 16, 17-Jährigen. Ich hoffe, das wurde jetzt hier nochmal klipp und klar auch nochmal klargestellt. Ne, wie gesagt, ich habe mich dafür entschuldigt, Freunde. Somit ist das Thema jetzt erstmal hier vom Tisch. Wie das natürlich jetzt weitergeht zwischen mir und Carsten Stahl, kann ich euch natürlich nicht sagen, das weiß ich nicht. Vielleicht, wenn ich ihn sehe oder wenn wir uns sehen sollten, werden wir vielleicht ganz normal uns wie erwachsene Menschen, erwachsene Männer uns anschauen und darüber sprechen. KPTN Balu TV sagt, entschuldigt er sich auch für seine falschen Aussagen? Heftig, auf jeden Fall heftig. Ja, bevor wir weitermachen, möchte ich ein kleines Statement abgeben. Am Rande, weil wenn ich mir das hier so anschaue, könnt ihr das sehen? Es wird alles nur noch schön gemacht, Musik kann man schon aufnehmen. Ihr wisst, dass ich den Leuten damals ermöglicht habe, ins Büro zu kommen, Musik aufzunehmen und das Ganze zu unterstützen. Mit Producern, ja, Produzenten, Mixmastern und alles mögliche, Texte. Egal, was die Leute sich vorgestellt haben. Dann kam ja natürlich ein Katastrophenfall. Ja, ihr wisst ja, Dosenpfand. Und kam mit Lachgasflaschen ins Büro und hat alles versaut. Ja, ihr wisst, dass ich damals was mit ein paar Kakerlaken zu tun hatte. Ich möchte zu dieser Zeit was sagen, wo ich schon längst diese Kakerlaken los hatte. Ihr könnt das Mikrofon sehen, ist von Rode. Das ist jetzt neu, das haben wir jetzt neu geholt. Aber ich möchte euch kurz was sagen. Also das Mikrofon klauen ist irgendwie zum Trend geworden. Das ist mein Mikrofon, was ich gekauft hatte vor 1-2 Jahren und heute noch vermisse. Das ist das Mikrofon von Neumann U87 AI Studio Mikrofon. Der kostet heute von 3.500 ist er runter auf 2.800. Ich habe dafür bezahlt 3.999 Euro, also 4.000 Euro. Ich habe mein 4.000 Euro Mikrofon, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, verloren. Kann ich mir bei aller Liebe nicht vorstellen. Ich denke, Bro, dass es jemand geklaut hat. Überall wurde gesucht, ja. Ich habe mich in Studios bewegt, wie hier in der Gegend, in
Lasst mich ganz kurz überlegen, wo war das? Ich meine, das ist ein Studio, wo man auch im Nachhinein hingehen konnte. Ich möchte das einmal erwähnt haben. Ja, ich möchte meine Reichweite dafür nutzen, falls irgendjemand hören sollte. Falls irgendjemand dieses Mikrofon mit Leuten, mit denen ich zu tun hatte, irgendwo das auftauchen sollte, irgendjemand, keine Ahnung, mit dem einen oder anderen Kontakt hat und davon Bescheid weiß und mir das sagt, ich sag's euch, für diese Person, die mir das ermöglicht, kriegt einen Finderlohn von mir, allgemein einen Lohn dafür. Ich möchte einfach, mir geht's nicht um das scheiß Mikrofon, dass das weg ist. Natürlich fuckt's mich ab, dass ein 4000 Euro Mikrofon weg ist, aber ich möchte einfach nur wissen, wer die Eier besitzt, so ein Mikrofon mitzunehmen, was 4000 Euro gekostet hat, ohne sich zu schämen, ja, das möchte ich einfach nur wissen. Und Gott ist groß, ich sag zu Gott, bitte, zeig mir einfach nur, wer das war, ja. Also, ihr könnt gerne googeln, Neumann U87AE, Studiomikrofon von Neumann. Und das war, ja, das war hier drin. Das war auch in so einem Holzkarton drin. An die Person, die das sieht, die es vielleicht genommen hat oder geklaut hat. Gott ist groß. Ich überlege immer noch, wie das Studio hieß, wo ich war. Falls es mir einfallen sollte oder jetzt nicht, im Nachhinein, werde ich das hier reinschreiben. Heusenstamm. Ich habe in Heusenstamm bei einem Tonstudio, ja, habe ich Songs produziert mit Produzenten, Jungs von mir, die aus Stuttgart kommen. Und da war das Mikrofon das letzte Mal. Und da habe ich mein eigenes Mikrofon mitgenommen, obwohl das Tonstudio auch ein Mikro hat, also ein Mic hatte. Aber trotzdem habe ich meins mitgenommen, es war in der Tüte und seit dem Tag ist es weg. Überall gesucht, Bruder, Schwester, aber nirgendwo gefunden. Also, wer besitzt diese Eier und nimmt von den einen oder anderen den Hack weg? Ja? Ich würde zu gerne wissen, wo mein Mikrofon ist. Einfach nur, um zu wissen, wer solche Eier hat und so ein dreckiger Mensch ist, dass er so ein Mikrofon klaut. Ich bitte, ich sag's nochmal, Finderlohn ist eingesetzt an die Person, die es findet und wirklich herausbekommt, wer meinen Mic hat, soll sich bei mir melden. Machen wir weiter mit einer Schocknachricht. Wer kennt alles Başlacanım? Ja, das sind ja so richtig bekannte Pärchen, die gut bekannt geworden sind auf TikTok mit dem Spruch, mit dem Meme Başlacanım. Und auf jeden Fall hat die Person oder die Frau eine Story gepostet, wo sie Statement abgibt. Harun und ich haben uns getrennt. Ich werde ab sofort nichts mehr mit dem Restaurant oder sonstiges zu tun haben. Ich wünsche ihnen dennoch alles Gute und markiert ihn auch. So, dann wurde diese Story auf einmal gelöscht, aber die Leute haben es schnell abfotografiert und auf TikTok verteilt. Es geht ganz schnell. Ihr wisst ja, wie es ist. Social Media, ne? Dann hat die Frau sich gemeldet und ein Statement abgegeben, dass das alles nur ein Gerücht ist, dass die doch nicht getrennt ist. Jetzt sind die Leute so am Zweifeln, sind die jetzt doch getrennt oder nicht? Und wenn sie nicht getrennt ist, warum macht sie alleine ein Statement, dass das alles nur ein Gerücht ist? Und ihre Augen sagen etwas anderes. Das sind die Kommentare. Wir schauen uns das an. Hallo Freunde, ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's auch gut. Wie ihr seht, ich bin wieder zu Hause. Ich war nur ein paar Tage bei meiner Familie, weil ich einfach diese Unterstützung gebraucht habe, dass ich auch mal ein bisschen zur Ruhe komme, mich entspannen kann währenddessen, dass sie halt auf Assis aufpassen. Und ich glaube, wir haben heute alle gesehen, was auf TikTok viral geht. Ich weiß nicht, ob ich gehackt wurde oder ob das bearbeitet wurde. Weil das wurde wahrscheinlich, viele sagen, es wurde gepostet und nach einer Minute wird das wieder gelöscht. Währenddessen hat jemand einen Screenshot gemacht und währenddessen war ich sogar noch am Schlafen. Deswegen, keine Ahnung, ich habe mir so die Kommentare durchgelesen. Diese Videos haben über 1 Million Aufrufe auf TikTok. Ich habe aber keine Beweise, deswegen, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen.
Ja, das war ihr Statement, keine Ahnung. Also, ob sie noch zusammen sind oder nicht, ich meine, wenn sie zusammen sind, juckt ja so eine Fake-Story nicht, ja. Ist einfach nur Fake News. Aber es wäre besser, hätten die zusammen ein Statement gemacht. Vielleicht ist es ja auch so. Vielleicht sind die beiden wirklich getrennt und sie wollen es nicht an die Öffentlichkeit bringen und irgendeiner hat es gemacht mit einem. Aus der Bekanntschaft oder aus dem Bekanntschaftskreis hat irgendjemand so eine Story gemacht und das gepostet. Und jetzt ist es rausgekommen. Ich meine, als ob es wirklich so aussieht, dass ihre Augen was anderes sagen. Aber egal. Naja, wir machen weiter mit einem TikToker, mit einem MMA-Fighter. Ja, der ein oder andere vielleicht kennt ihn. Er ist auch mal öfters mit hier dieser ganzen Gruppierung live, auf die wir reagieren. Magomed. Magomed postet erstmal diesen Beitrag in seine, auf seinem TikTok-Account. 5 Jahre gewartet auf diesen Termin. Assalamu alaikum. Heute habe ich sehr wichtigen Termin beim Gericht, ob ich in Deutschland bleiben kann oder nicht. Das werden die heute entscheiden. Auf diesen Termin habe ich 5 Jahre gewartet, seitdem ich in Deutschland bin. Und inshallah kommt positive Antwort. Ja. Was Allah entschieden hat, dazu sind wir zufrieden, inshallah. Und Nasib, Rizq kommt von Allah. Bleibt immer stabil, stark. Und natürlich, Mentalität muss der stärkste sein. Assalamu alaikum. Naja, auf jeden Fall hat das Gericht entschieden, mit einer Schocknachricht, dass Magomed jetzt abgeschoben wird. Also noch davor diese Story und jetzt vor kurzem danach war er dann am Abend live und hat den Leuten erzählt, dass er abgeschoben wird. Natürlich gab es den einen oder anderen, die jetzt sagen, ja, das ist fake, du machst sowas wie Barello. Kann ich mir bei ihm nicht vorstellen, ich glaube es ihm sogar. Das sieht man auch seinem Gesicht jetzt an. Also es wurde doch entschieden, dass er abgeschoben wird. Traurig, Digga. Dass wir uns letzte Mal sehen. So heftig, diese Kommentare. Man sieht, dass für ihn eine Welt zusammengekracht ist. Ich meine, ich verfolge das Ganze. Ja. Er interessiert sich sehr für seinen Kampfsport. Und hat ganz große Ziele und jetzt kommt sowas, Digga. Es ist schon heftig. Ich weiß nicht, was er sich da, auf was für einem dünnen Eis er sich bewegt hat, aber dass jetzt sowas kommt, ist schon heftig. Egal, manche denken ja, dass ich Spaß mache oder sonst was. Am Ende des Tages, das wird auch rausbekommen, dass ich hier bin oder nicht. Das wird bestimmt jemand darüber reden. Schaut mal, ich habe einen Clip gesehen auf TikTok, der mich ziemlich schockiert hat, worüber Yasir, Barello und alle anderen lachen. Bitte gebt euch das mal. Barello! Oh, no. Ja, mein Bruder, früher hattest du Krebs, jetzt nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht, in was für einem Kontext das war, aber es ist scheißegal, in was für einem Kontext das gesagt wurde. Bruder, darüber lachen die? Es ist schon heftig, ne? Wow. Ich meine, dass ein Barello und die anderen darüber lachen, ja, aber dass ein Yasir darüber den Witz macht und lacht, ist schon krass. Ich habe auf jeden Fall einen Kommentar, das Top-Kommentar fand ich auch nicht schlecht. Früher hattest du Bushido, jetzt nicht mehr. Ja, in dem Sinne, Habibis, ich küsse eure Herzen. Vielen, vielen Dank für euren Support. Wir sehen uns im nächsten Video.